Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Hallo liebe Bewohner, es ist Samstag, der 11. Juli 2020, 13.13 Uhr hier auf Huxeltopia. Noch bis 18 Uhr findet heute das Sommerangelturnier statt. Kommt auf den Festplatz. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Angelturnier! Heute ist das Angelturnier, habe ich wohl vergessen. Angelturnier, nice! Wir hatten schon mal ein Angelturnier. Wann war denn das letzte? Das war im April. Kann das sein? Im April? Ja, wir hatten auf jeden Fall schon mal eins. Und ja, unser zweites Angelturnier. Freue ich mich drauf. Das heißt, wir werden heute den ganzen Tag angeln. Aber bevor wir angeln, lesen wir erst einmal in der Post. Dave hat geschrieben, Enza hat geschrieben und das Nook-Meilenprogramm. Ach so, ja. Gut, ich meine, dass die geschrieben haben, ist jetzt kein Wunder. Wir hatten ja irgendwas bestellt. Was hatte ich denn nochmal bestellt? Ich habe das voll vergessen. Ach stimmt, diese neuen Gegenstände, genau. Taucheranzug und Schnorchel, gut, Hammer. Und dann würde ich sagen, öffnen wir als erstes mal den Brief von Enza. Lieber Huxel, weißt du, jemand zieht aus. Ich hole mir ein Ticket, gehe auf eine Meileninsel. Easy first try Gunnar, dein glücklicher Enza. Was? Enza hat Gunnar gekriegt? Nee. Ist das ein Foto von Gunnar oder was? Das gibt's doch gar nicht. Boah, krass. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall, Enza. Und vielen, vielen Dank, dass du mir das Poster geschickt hast. Ja, ich würde sagen, ich hab ein Poster von Gunnar. Ich habe zwar Gunnar nicht, aber immerhin habe ich ein Bild von ihm. Also vielen, vielen Dank, Enza. Und ja, herzlichen Glückwunsch. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu den Briefen von Dave über. Gehen wir zu den Briefen von Dave. Bruder Huxel, deine Aura ist rein, doch das Leben ist giftig. Dennoch sind bei dir Yin und Yang im Einklang. Chill mal und genieß das Leben. Es ist zu kostbar, um es mit Stress zu beschmutzen. Dein heiliger Bruder Dave. Okay. Schauen wir mal, was wir für einen Gegenstand bekommen haben. Ach, Huxel, es ist wirklich schwer, auf dem Laufenden zu bleiben, was du reicher YouTuber schon alles besitzt. Und Glückwunsch bei deinem Sieg beim Angelturnier. PS, das Geschenk schaut geil aus. Dankeschön. Guten Morgen, Huxel. Viele wissen das gar nicht, aber die Dinos aus Nachts im Museum sind nur lebendig geworden, weil die Fossilienabteilung des Museums komplett war. Ich hab dir hoffentlich keine Angst gemacht. Geh nie nachts alleine ins Museum. Ernsthaft. Geh nie nachts allein ins Museum. Dave. Dankeschön, Dave. Und als letztes, Vorsicht, Huxel. Sieh dir mal den Tatort an. Fußabdrücke von einem Anigator? Ach, zu groß. Vielleicht war es ja Bigfoot. Bigfoot als Mörder? Das ist ja so cool. Ich ermittle lieber undercover. Ist sicherer. Offiziell coolster Fall ever. Finde ich übrigens auch. Das war sehr, sehr nice, falls du auf die Episode anspielst. Und dann schauen wir doch mal in die Geschenke rein. Also, wir haben eine Hippie-Tunika, in der wir heute angeln werden. Dann haben wir eine Bonbon-Wanduhr. Einen Deinokuss-Schwanz. Das ist das letzte Fossil, was mir noch fehlt. Im Museum. Das geben wir morgen auch mal ab, das Ding hier. Und dann habe ich tatsächlich einen Bereich vollständig. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Und als letztes haben wir noch eine Bärenmütze. Na dann würde ich sagen, sind wir gut equipped fürs Angelturnier. Wie schon gesagt, das Fossil, das geben wir morgen ab. Und meine ganzen Bewohner sind ja auch schon fleißig am Angeln. Na, ob du da Erfolg hast? Ich bin mir nicht sicher, ob du da viel angeln wirst, ehrlicherweise. Naja, soll er mal machen. Ein Konkurrent weniger. Ja, beziehungsweise, ach Leute, wir gehen noch einmal. Da oben stehen sie alle an der Ecke, oder was? Roland angelt, zwei gucken zu. Ja, Sophie kommt nicht an Roland vorbei, wie man so schön sieht. Die wollen mich auch echt verarschen. Die Insel ist so riesig, aber es muss genau diese Ecke hier sein, oder was? Ach Leute. Ja, wir gehen erst in den Laden und dann gehen wir angeln. Hauptsache, die stehen echt an einer Ecke oben. Richtig gut. Naja. Hallo. Hallo, willkommen in Nuxladen. Was haben wir denn hier Schönes? So eine Bank oder Bänke, eine Kerze, so
eine Modelleisenbahn brauchen wir eigentlich alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Was haben wir hier im Schrank? Oh, Reifentaucheranzug in hellblau oder in blau. Den nehmen wir mal mit. Irgendwelche Tapeten, Braunziegeltapete, Puzzletapete, Braunkronenwand, nö. Puzzleboden, Rosenblütenboden, brauchen wir alles nicht. Vielen Dank, dankeschön. Ja, und auch die Sachen, die hier stehen, die brauchen wir grundsätzlich auch nicht. Haben wir alles schon mal gekauft, also ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie noch was krass Neues dabei gewesen wäre oder so. Also dann können wir ja angeln gehen. So, wo ist denn Lumeus da vorne? Hallöchen! Yo, wer ist denn da mal wieder bereit zum Angeln? Lumeus ist nach wie vor dein Biber. Heute findet auf Fuchseltopia das große Angelturnier statt. Kribbelst dir schon im Angelarm? Perfekt. Du kannst sofort loslegen. Bis 18 Uhr läuft das Turnier noch. Also nichts wie los, denn es gibt nur sehr wenige Stellen hier auf Fuchseltopia, wo man angeln kann, wie man an Roland und den anderen sieht. Die Regeln des Angelturniers sind leicht. Fange innerhalb von 3 Minuten so viel wie möglich. Je nach Erfolg ziehst du dir damit mehr oder weniger Punkte an Land. Und wer genug Punkte hat, kann sie dann bei mir gegen hochwertige Souvenirs eintauschen. Also los! Ach ja, dein Fang landet wie von Geisterhand hier bei mir in der Kühlbox. Du brauchst in deiner Tasche also keinen Platz für die glitschigen Schlingel einzukalkulieren. Brauchst nur eine Angel und schon kann's losgehen. Yo! Und jetzt mal Butter bei die Fische. Nimmst du am Angelturnier teil oder nicht? Wenn du heute zum ersten Mal ins kalte Wasser springst, entfällt sogar die Teilnahmegebühr. Ja, ich mach mit. Jo, so muss das sein. Dann hast du ab jetzt 3 Minuten, um zu angeln und noch mehr zu angeln. Ab 3 Fischen wirst du mit Bonuspunkten überschüttet. Also dann, angeln frei. Jo! Ja, dann angeln wir mal. Ich habe die perfekte Stelle zum Angeln schon gesehen. Hier sollten wir angeln, finde ich. Mira ist jetzt auch noch hier hingegangen. Ich finde, hier sollte man angeln. Also das ist definitiv die ultimative Angelstelle hier. Ne? Freunde? Ja, wir angeln hier alle. Ach, meine Bewohner, die sind auch nicht ganz frisch manchmal im Kopf. Wobei Viktor hier an seiner Privatstelle ist auch geil. Ja, wir haben beim letzten Mal beim Angelturnier 30 Punkte erreicht, glaube ich. Insgesamt gibt es Gegenstände bis 130 Punkte. Also würde ich vorschlagen, angeln ich heute 100 Punkte insgesamt. Dann kriegen wir auch morgen einen Bronzepokal wenigstens nach Hause geschickt. Ich sammle heute 100 Punkte und dann haben wir alle Gegenstände, die man vom Angelturnier bekommen kann. Aber wie schon gesagt, 3 Gegenstände haben wir schon. Einmal dieser Gegenstand, den ich im Keller platziert habe. Diese, weiß ich gar nicht, was das war, so ein Angelrutenständer oder so. Dann irgendwie so ein Fischbild und noch so ein Fischkunstwerk. Also wie schon gesagt, 3 Sachen besitzen wir schon. Schauen wir mal, wie lange das dauert, hier 100 Punkte zusammenzukriegen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wir machen das so wie beim Insektenturnier. Die ersten... Nein! Die ersten paar Versuche machen wir jetzt zusammen. Den Rest schneide ich dann einfach. Sonst schlaft ihr alle ein beim Zugucken. Wäre nicht so geil. So. Hallo? Nimmst du den Köder oder nicht? Nee, natürlich nicht. Also schlecht bin ich gar nicht im Angeln. Ah, sagte er und warf den Köder 50 Mal daneben. Komm schon. Wieso? Ach komm schon, den könntest du doch mal antippen. Ja, genau. Krieg wenigstens noch die Bonuspunkte. Ja, los! Angelt Monika gar nicht? Die läuft hier nur so rum. Monika hat irgendwie keinen Bock zu angeln. So, oh, eine Blattschrecke. Hab ich ja alle schon. Vielleicht kriegen wir ja noch einen neuen Fisch. Das wäre ganz geil. Also wenn wir irgendwie so einen Fisch kriegen würden, den wir noch nicht gefangen haben vorher. Dann hätte ich nämlich noch was fürs Museum. Denn im Museum fehlen mir ja schon noch einige Fische, glaube ich. Betonung auf, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Mal so ein Hai angeln oder so wäre geil. Ah, wie? 10 Sekunden schon nur noch? Boah, war ich langsam. Ja, so geht das aber nichts. Wie viele Bonuspunkte kriege ich denn? 2? Oh, hier fliegt irgendwo ein Geschenk.
Die stehen immer noch hier an der Ecke. Die stehen eiskalt immer noch da an der Ecke. Jo, wie ist es gelaufen? Hast du die Gewässer leergeräumt? Alles, was du in einer Runde des Turniers an Land siehst, landet in der Kühlbox. Zieh mal nach. Ach, und solltest du nicht wissen, was du mit deinen Fischen anstellen sollst? Ich kaufe alles. Aber lass uns erst einmal ansehen, wie du in der letzten Runde so abgeschnitten hast. Also, in der Kühlbox sind insgesamt 4 Fische. Und es sind mindestens 3. Daher kommt noch ein kleiner Bonus obendrauf. Bam, 6 Punkte für dich. Selfie-Time. Yo, yo, yo. In Ordnung. 6 Punkte haben wir. Ah, die ist ja schon mal was. Ach so, Moment. Die verkaufen wir jetzt alle. Ne? Alle, würde ich sagen. Alle verkaufen. Genau. Ah, die brauche ich alle nicht. Und dann direkt nächste Runde, würde ich sagen. Ja, wie schon gesagt, also die ersten Runden machen wir jetzt zusammen. Keine Ahnung, wie viele Runden. Vielleicht 5 Runden oder so. Und dann... Und dann mache ich alleine weiter. Was haben wir denn im Geschenk? 5000 Sterni-Sack. Und wir haben irgendein Meilen-Achievement bekommen. Und zwar... Angelturnier! Jo, das ist das... Ach, da steht doch das Datum. Schaut mal, am 11.04. war das letzte. Ey, da habe ich aber gut geraten vorhin. Also 3 Monate ist es schon her. Boah, 3 Monate. Alter Schwede, habe ich viel Animal Crossing-Videos aufgenommen. Der wievielte Part ist das? 117, glaube ich. Morgen kommt ja der letzte reguläre Part. Der letzte reguläre, wohl bemerkt. Ich werde das morgen auch nochmal ankündigen, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben. Animal Crossing oder Let's Play Animal Crossing New Horizons endet, zumindest was die täglichen Parts angeht, mit Part 118. Also ab Part 118 kommen nicht mehr jeden Tag Videos, sondern dann bringe ich nur noch so ab und zu mal Videos raus. Vielleicht livestreame ich auch ab und zu mal. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, einfach, weil ich dann so ein bisschen selber weiterspielen möchte und mir sind ja auch so ein bisschen die Ideen ausgegangen, langsam aber sicher. Und ich werde dann einfach so ein bisschen, solo an meiner Insel weiterbauen und dann immer mal wieder ein Part hochladen. Dann, wenn es mir gerade so gefällt, beziehungsweise wenn ich gerade mal wieder so Lust habe auf Animal Crossing oder auf ein Animal Crossing Video. Also, Let's Play Animal Crossing wird grundsätzlich wahrscheinlich in meiner Let's Play Karriere erst mal nicht mehr aufhören. Vielleicht für 1-2 Jahre oder so, werde ich dieses Spiel noch weiterspielen. Also macht euch bitte keine Sorgen, es kommen noch Animal Crossing Videos, aber eben nicht mehr so regelmäßig. Vielleicht so einmal die Woche oder so oder zweimal die Woche, vielleicht mal eine Woche gar nicht, keine Ahnung. Immer so, wie es gerade passt bei mir. Aber wie schon gesagt, das werde ich morgen auch noch einmal am Anfang des Parts erzählen. Damit es auch wirklich alle mitbekommen haben. So, 2 Fische haben wir. 1,50. Das ist ein bisschen anstrengender als beim Insektenturnier. Hier 100 Punkte zusammenzukriegen. Das ist schon ganz schön langwierig. Ja, aber Angeln dauert halt grundsätzlich auch einfach länger. Insekten fangen ist schon einfacher als Angeln. So. Und. Oh. Neon Salma. Der Salmla. Habe ich wieder nicht richtig gelesen. Kennt er ja schon. Stehen die immer noch an der Ecke hier eigentlich? Die stehen immer noch eiskalt an der Ecke. Was ist denn an der Ecke so besonders? Wahrscheinlich, weil das der erste Punkt in der Nähe der Stadtmitte ist. Mit Wasser. Also ich denke mal, die Bewohner gehen halt von der Stadtmitte aus direkt zum ersten Wasserpunkt. Würde ich jetzt mal so raten, programmiertechnisch. Und deswegen sind die da oben wahrscheinlich gelandet. Na komm schon! Beiß an, bitte! Ach komm schon! Das gibt's doch gar nicht. Der tippt immer hier 500 Mal alles an, bevor der anbeißt. Schön ist, wir können auch so ein bisschen Geld parallel machen. Durch die ganzen Verkäufe und so bei Lomeus. Ich meine, es lohnt sich jetzt nicht überdramatisch oder so. Aber es ist schon, ja, ist schon nicht schlecht, was der zahlt so für die Fische. Ja, komm. Ah, schau mal einen an. Das haut doch hin. Oh, ein Kalmar. Den Oktopus gibt es, glaube ich, im Wasser beim Schwimmen, ne? In Ordnung. Das heißt, wir haben 5 Stück gefangen. Wir kriegen Bonuspunkte. Wahrscheinlich wieder 3 oder so. Schauen wir mal.
Ja, Kühlbox. Es wäre schön, wenn du den Text nicht jedes Mal zeigen würdest. So, mindestens 3. Ja, Bonus 7 Punkte. Okay, 7 Punkte kriegen wir. Also man kriegt 2 Bonuspunkte, ist egal, wie viele man fängt. Also ab 3 aufwärts, meine ich, ist es egal. 7, das heißt, wir haben insgesamt 13 Punkte. Boah, 7575 Sterne, ist nicht schlecht. Ja dann, nächste Runde direkt. Ah ja, 500 Sternis. Ach, ich freue mich aber schon drauf, mal zu sehen, was die restlichen Gegenstände sind. Wie man hier gewinnen kann. Wie schon gesagt, also 130 Punkte ist das Maximum, beziehungsweise nach den 130 Punkten wiederholen sich die Gegenstände, das weiß ich. Heißt, wir haben jetzt insgesamt noch 10 verschiedene Gegenstände, die wir nicht kennen, oder die ich zumindest nicht kenne. Ja, die werden alle ja irgendwie im Angelkontext stehen, ne? Weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so eine Fischstatue noch oder so? Ja, wobei, nee, es macht keinen Sinn. Diese Fischfiguren, die kriegt man ja von Carlsson, also über Lomeus. I don't know. Ich fand die Insektenturnier-Gegenstände eigentlich auch ganz hübsch. Wobei es hübschere und hässlichere Gegenstände gab. Aber im Großteil waren die schon ganz nett. Das Hemd, was ich bekommen habe, das finde ich halt immer noch ziemlich geil. Das trage ich ja auch immer noch. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie als, keine Ahnung, Guru-Priester-Bär rumlaufe, so wie heute, dann trage ich ja immer mein Insektikus-Turnier-Shirt oder Polo-Hemd oder Hemd oder was auch immer. Ach, ich sollte hier nicht rennen, Mann. Tju, und du? Oh, da unten ist noch einer. Ja, vielleicht gibt es ja auch noch ein Kleidungsstück. Wahrscheinlich gibt es irgendwie so einen Regenschirm oder so, würde ich mal raten. Als Belohnung. Gab es bei dem Insektenturnier auch? Ja, dann irgendein Oberteil. Oh, was haben wir denn da gefangen? Ein Igelfisch. Da gibt es sicher ordentlich Knete. Ich kenne die Preise gar nicht auswendig von den ganzen Insekten, die man hier fangen kann. Da oben haben wir noch so einen Minifisch, den nehme ich jetzt aber nicht. Ah, da ist noch ein Kollege. Na? Hau rein! Lecker, lecker! Was macht Lomeus eigentlich mit den Fischen? Futtert er die? Wahrscheinlich schon, ne? Sehr, sehr grausam. Der brät die. Ich weiß gar nicht, essen Biber Fische? Eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Ja, hier Biologie 6 und so, aber nee, ich weiß wirklich nicht. Essen Biber Fische? Würde ich mir schon vorstellen, ne? Die paddeln den ganzen Tag irgendwie im Wasser rum, dann werden sie wahrscheinlich auch Fische essen. Google ich gleich mal nach, dann weiß ich es. Das heißt, wir besorgen dann das Abendessen für mehrere Tage für Lomeus. Krass. Wobei, so ein Kugelfisch wird er hoffentlich nicht essen, denn die sind ja, glaube ich, giftig. Ach nein, ich dachte, der beißt nicht an. Ja, hat sich schon erledigt. Timer läuft sowieso jetzt schon ab. Dann würde ich sagen, machen wir hier nach noch eine Runde. Gemeinsam. Jo, 5 Stück. Heißt, 7 Punkte kriegen wir nochmal. Heißt, wir haben insgesamt 20 Punkte. Richtig? Genau, 7, also insgesamt 20. Das heißt, ein Fünftel haben wir schon. Ja. Let's verkaufen. 8000 Sterne. Sehr schön. Ja, und dann auf zur nächsten Runde. Ich will mitmachen. Jo, 500 Sterne. Ja, ja, ja. Sichere Sache. Ja, was war denn das Maximum? 5, ne? Ja, ich hoffe, ich fange mal irgendwie 6. So 6 Fische sollten eigentlich schon drin sein. Hätte ich auch gerade eben geschafft, wenn ich jetzt nicht so hektisch die Angel wieder eingezogen hätte. Die Angelschnur. Ah. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kriege ich hier keine Fische, oder was?
Ach Leute, das ist mal wieder voll gemein. Ich werde hier wieder benachteiligt. Oh nein, wieso? Ach Mann. Kennt ihr das, wenn man das reinschmeißt und dann gucken die immer genau in die andere Richtung? Dann korrigiert man und dann gucken sie in die Richtung, wo man vorher hingeworfen hat. Das ist furchtbar. Die ärgern einen total. Ja gut, ich meine, wer kann es ihnen verdenken? Ne? Die haben halt auch nicht so unbedingt Bock, geangelt zu werden wahrscheinlich. Aber da müssen die durch. 2 Minuten noch. Ja, das wird aber keine gute Runde. Ach, das kann doch gar nicht wahr sein. Nirgendwo sind hier Fische. Dafür 100.000 Insekten, die ich irgendwie klammheimlich verjage. Oh, oh, sind da viele Fossilien. Die müssen wir auch mal besorgen. Wobei, die Fossilien brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr. Was ist denn los? Wo sind die ganzen Fische? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne, die sind alle weg. Leute, ah, da ist noch einer. Nein! Ah. Ah, sehr schön. Das sieht gut aus. Ah, ja, komm schon. Weiß Rim. Und? Boah, eine Flunder. Hier gibt es zumindest ordentlich Knete. Oh, da vorne ist noch einer. Jo, hier, für dich. Ich brauche dich, damit ich die Bonuspunkte kriege. Wäre ganz nett, wenn du da reinbeißen würdest. Oh, der hat aber ganz schön stark gezogen, der Barsch. Ich bin ja bekennender Barsch-Fan, wie viele wissen. Ich liebe ja die Barsche. Ich habe schon so viele Barsche hier an Land gezogen. Oh, das ist ein Fetter. Oh, das ist ein Fetter. Boah, sei bitte irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles, bitte. Irgendwas Cooles. Och, nee. So ein blöder Schüsshalter. Davon habe ich schon so viele. Damit kann ich die Wände tapezieren. So viele habe ich davon. Ah, gibt das noch was? Ich glaube, das ist zu knapp, ne? Der interessiert sich vor allen Dingen mal wieder nicht für den Köder, der Fisch. Na gut, dann war es das halt. 4. Das heißt 6 Punkte wieder, ne? Ja, 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 ja. Und? Vier Fische, mindestens 3, 6 Punkte. Heißt, wir haben 26 Punkte jetzt zusammen. Den Rest verkaufen wir. Ah, für 4.400 Sterne ist nicht schlecht. Ja, und dann, liebe Leute, besorge ich mal 100 Punkte. Und damit sollte ich eigentlich 100 Punkte haben. Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Wo kriege ich das denn raus? Andere Frage. Ah, Punkte eintauschen. Und, wie viele haben wir? 109 Punkte. Ich habe sogar ein bisschen zu viel gesammelt. Naja, wurscht. Gegenstand Nummer 1. Ein Original-Fischtürschild. Sehr schön. Na dann, weiter. Als nächstes bekommen wir einen Fischteppich. Dann kriegen wir noch eine Anglertasche. Sehr schön. Des Weiteren. Aha, also wirklich ein Oberteil. Ein Anglershirt. Sehr schön. Ein paar Pünktchen habe ich noch. Na gut, dann gib mal her. Oh, eine Aquatapete. Ja. Ein Schirm. Und zwar ein Fischschirm. Ah, gut geraten. Habe ich ja schon gesagt, dass es wahrscheinlich kommen wird. Dann haben wir eine Anger... Nee, Anglerskulptur dachte ich erst, aber Ankerskulptur. Aha. Als nächstes... eine Yo-Kühlbox. Und ein Fischstab. Ich habe immer noch mehr Punkte. Und diesmal bekommen wir eine Fischlein-Pochette.
Und das war's. Das Angelturnier läuft noch bis 18 Uhr, gut zu wissen. Aber wir haben alle Gegenstände. Also die ich jetzt im Inventar habe, plus die drei, die ich schon habe, macht 13. Heißt, wir haben alle Gegenstände, die man beim Anglerturnier bekommen kann oder beim Angelturnier bekommen kann. Dieses Fischbild, das hängt hier oben, glaube ich, in den Asienraum. Dieses Fischbild. Warum auch immer ich das gerade so komisch verzogen habe. Dieses Fischbild, da links. Also links am Bildschirmrand kann ich die Kamera drehen. Das da oben. Das ist aus dem Anglerturnier. Oder das entstammt dem Angelturnier. Und die restlichen Gegenstände, die haben wir, glaube ich, unten. Ja, und alles, was wir bekommen haben, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Achso, hier ist noch ein Hai in der Mitte. Na gut, dann gehen wir mal in diesen Gestaltungsmodus, würde ich sagen. Und zwar haben wir da Oster von Gunnar, Insekten Hawaii. Nein! Ach, Leute, was mache ich denn hier? Bonbon Wanduhr? Nein, nein, nein. Wo fangen denn die richtigen Sachen an? Da, Fischtürschild haben wir erst einmal. Als erstes ein Fischtürschild. Das könnte ich mir theoretisch oben an die Tür packen, aber ich packe das mal hier an die Wand. Sehr schön, ein Fisch, einfach so. Ja, sieht aber ganz süß aus. Dann haben wir einen Fischteppich. Finde ich sogar ganz niedlich. Der kommt jetzt hier mal unter das Aquarium. Dann, Anglertasche. Ja, ist ein Kleidungsgegenstand, aber packen wir trotzdem mal hier in den Raum rein. Dann haben wir ein Anglershirt. Ah, das kommt auch hier in den Raum. Sieht auch ganz nett aus. Aquatapete. Die ist nicht so schön wie meine Meerestapete, muss ich sagen. Ah, die Meerestapete ist halt animiert. Na gut, dann haben wir noch den Fisch hier. Den können wir auch einfach mal hier liegen lassen. Oh, dann haben wir noch eine Ankerskulptur. Die finde ich echt mega geil. Also die Ankerskulptur, die ist cool. Dann eine Kühlbox. Oh, die ist ziemlich breit. Die muss hier eigentlich neben diesen Angelständer, finde ich. Die Kleidung packe ich wieder ein. Und dann haben wir noch einen Fischstab. Achso, es ist so ein Stab, mit dem man sich umziehen kann und so. Wobei, oh, den können wir ja auch einfach mal hier irgendwo hinlegen. Sehr schön. Und dann haben wir noch Fischlein-Pochette. Oder war das das, was ich gerade schon hatte? Nee, ist noch was anderes. Sieht auch ganz süß aus. Jo, und ich glaube, das war's schon mit den Gegenständen. Ja, alles andere hatten wir vorher schon. Ach, da sind doch ein paar ganz süße Sachen dabei gewesen. Also der Schirm, der ist ganz niedlich auf jeden Fall. Der Anker ist mega geil. Also der Anker ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und diese Kiste, die ist auch toll. Ach, da kann ich mich umziehen. Moment, dann können wir mal eben die Fischsachen tragen. Also diese Angler-Sachen. Angler-Shirt? Was hatten wir denn sonst noch? Da hatten wir diese komische Tasche noch. Diese Umhängetaschen, sind die weiter unten? Ah, da. Anglertasche und Fischleinpochette. Kann ich aber nicht gleichzeitig tragen. Ja, also es sieht schon ganz süß aus. Das ist schon ganz in Ordnung. Na gut, aber wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einmal doch hier den kleinen Fisch oben mit. Mal kurz ins Inventar. Den hänge ich jetzt doch mal draußen. Einfach mal an meine Tür. Der ist schon grundsätzlich ganz niedlich. Also ich finde den eigentlich ganz süß, den Fisch. Der hat was. Ja, und das war es dann auch schon mit dem Anglerturnier. Beziehungsweise Angelturnier. Angelturnier, Anglerturnier, was auch immer. Hätte mir sogar vorgestellt, dass es ein bisschen länger dauern würde. Ich bin da ganz gut durchgekommen. Jo, wo ist denn jetzt der Fisch? Was? Habe ich den jetzt ins Lager gepackt? Den habe ich jetzt nicht wirklich ins Lager gepackt, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Die Flaschenpost müssen wir übrigens auch noch lesen. Ich habe die, glaube ich, gerade ins Lager gepackt. Ich bin aber auch eine Pflaume manchmal. Habe ich Y gedrückt, einfach so. Wo ist denn der Fisch? Ah, da. Fischtische. Nein! So viel zum Thema Pflaume. In die Tasche. Jetzt habe ich es aber. Ja, schwere Geburt, würde ich sagen, ne? Jetzt aber. Jo, Fisch. An die Tür. Ach, das sieht schon süß aus. Das ist auf jeden Fall cool. Was habe ich denn für ein Meilen-Achievement noch bekommen? Vermöbelt. So, weil ich hier umgestaltet habe, oder was? Ach, weil ich Gegenstände platziert habe drin. Aha, okidoki.
Na dann lesen wir noch die Flaschenpost. Hallo Sportsfreund! Als mir gestern ein Proteincheck auf den Kopf fiel, kam mir plötzlich die Idee für diese Bastelanleitung. Ich habe sie dann zwischen zwei Workouts flott aufgeschrieben. Ich hoffe, du machst was draus. Muskelgrüße von Frank! Ein Holzschild habe ich schon. Und, liebe Leute, ich würde sagen, dann beende ich an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis morgen, wenn es weitergeht hier mit Let's Play Animal Crossing New Horizons. Euer Huxel. Ciao.